Hallo und herzlich willkommen bei Hallo Elke. Heute machen wir mal was Einfaches, Festliches, ganz Leckeres. Das geht so schnell, bisschen Vorbereitung. Euer erster Freund wird sich wundern oder euer langer Freund oder euer Ehemann. Es gibt heute einen Rinderhüftsteak mit Kartoffelstückchen und Zucchini-Stückchen. Dazu Knoblauch und Zwiebeln, was man gar nicht riecht, verspreche ich euch. Und das wird alles ab mit Kochsahne, mit Chili, mit frischen Gartenkräutern. Und es dauert nur 20 Minuten, das verspreche ich euch. Das perfekte Dinner für zwei. Sehr festlich. Ihr braucht einen Rinderhüftsteak, ein so großes, es reicht für zwei Leute. Hier die Kartoffelchen habe ich schon einen Tag vorher vorgekocht, um ehrlich zu sein. Könnt ihr ja auch machen, deswegen dauert es hier nur 20 Minuten. Einfach die Kartoffeln so dreiviertel gar kochen und in kleine Stückchen schneiden. Schaut mal. Die Zutaten von heute sind wie gesagt schon das Rinderhüftsteak, die Kartoffelchen, dann habe ich Zwiebel und Knoblauch, habe ich klein gehackt, ja, ein paar Tropfen Öl drauf gemacht und einfach ein bisschen stehen lassen. Dann wie immer die frischen Kräuter vom Petersilientopf aus dem Garten abschneiden und zerschnippeln, so wie ihr das ja schon aus den letzten beiden Videos kennt. Dann haben wir eine Zucchini und an Gewürzen haben wir die bekannte Kochsahne, Chili, Salz und Pfeffer und Bratkartoffelgewürz und ein bisschen Rinderbrühe. Das ist alles. Das Rinderhüftsteak teilen wir in zwei Teile. So, wir würzen das Fleisch jetzt mit unserem Zaubersalz. Dann mit ein bisschen Chili. So, richtig schön pfeffrig. Und mit unserem tollen Pfeffer natürlich. Alles Mögliche drauf. Und das ist ein Steakgewürz für einen Rinderhüftsteak. Und das ein bisschen aneinander reiben. Das gleiche auf der anderen Seite auch nochmal. Von jedem ein bisschen drauf. Salz und Pfeffer ist natürlich das Wichtigste. Die Pfanne habe ich vorgeheizt und zwar ohne Öl, bis er heiß wurde. Dann habe ich Öl reingetan und ich nehme an, das Öl ist jetzt auch heiß. Und jetzt packe ich die Steaks in die Pfanne hinein. Wir essen es gerne rare. Rare heißt in der Mitte rot. Das bedeutet jede Seite 2 bis 3 Minuten. Wer gerne mittel isst oder ganz durchgebraten, einfach eine Minute länger auf jeder Seite. Und los geht's. Das Steak ist schon halb durch, wie man sieht. Ich habe 3 Minuten gelassen und jetzt drehe ich es um und mache es auf der anderen Seite einfach nur 2 Minuten. Und ich weiß, es wird perfekt, werdet ihr ja sehen. Während die Steaks vor sich hin brutzeln, erhitze ich jetzt mal die Kartoffelchen. Ich tue so, als wenn ich Bratkartoffeln auf die kurze Art und Weise mache. So sieht das Steak dann aus, wenn ich es auf einer Seite 2 Minuten und auf der anderen Seite 3 Minuten gebraten habe. Damit das schön saftig bleibt, kommt das jetzt in eine Aluminiumfolie und köchelt dann weiter vor sich hin. Und das wird dann noch durchziehen. Also wir mögen es gerne roh. Wir haben unsere Zucchini. Schneiden wir die Enden ab. Die Schale braucht man nicht abzumachen. Das geht auch ganz einfach. Ich habe euch ja versprochen, in 20 Minuten sind wir fertig. Einmal längs durchschneiden. Und dann nochmal, sodass wir im Endeffekt Würfel haben, genau wie bei den Kartoffelchen. So, jetzt einfach die Würfel schneiden. Die Kartoffelchen brutzeln schon seit 3 Minuten und jetzt packe ich die Zucchini-Würfel dazu. Und das ist aber auch noch nicht alles, weil jetzt kommt ja noch das Beste von allen, die Zwiebel und Knoblauch für den Geschmack und nicht den Geruch.
Das Zucchini-Kartoffelgemüse ist fertig, schön goldbraun angebrannt und ich werde es jetzt auf den Teller tun. Nochmal zur Info, die Kartoffelchen, die ersten 3 Minuten und dann nochmal für 5 Minuten. Und dann 5 Minuten extra, wenn ihr die Zucchini dazugegeben habt. Und so sieht das dann aus, noch ungefähr 8 Minuten. In der gleichen Pfanne, wo das Gemüse war, geht es jetzt weiter mit der Soße. Das kennt ihr ja schon. Kochsahne hinein. Und dann Chili. Wird also ziemlich scharf. Viel oder wenig. Ich nehme immer für alles ein kleines Glas. So ein Viertel von einem Glas. Und dann haben wir die Rinderbrühe. Die kommt auch noch da rein. So. Dann alles vermixen. 30 Sekunden stehen lassen und schon ist die Soße fertig. Jetzt noch die Kräuter drauf. Und die restlichen Kräuter auf die Kartoffelchen. So. Okay, die Soße ist fertig, hat ja nur 30 Sekunden gedauert. Nur Kochsahne, Rinderbrühe und Chili. Und jetzt, last but not least, kommt das wunderbare Rare gekochtes Steak dazu. Ist hier noch sehr viel Blut drin in der Aluminiumfolie, was uns zeigt, dass das Steak noch weiter gekocht hat und richtig schön rare innen drin ist. Das erste Gericht wird serviert, die kleine Mini-Portion. Das Steak sieht doch so toll aus, medium rare. Für das Kind Cocolotta. Komm mal her. Und da sind wir. Und so sieht es aus. Unser festliches Rinderhüftsteak mit Zucchini und Kartoffelchen und einer leckeren Soße. Guten Appetit wünscht Elke.